Willkommen beim Chef Oberboss und willkommen zu einem neuen Maltutorial von Rune Wars Miniaturenspiel und zwar von den Utuk Ülein. Und wir werden jetzt hier diesen dicken Fetten bemalen. Nach dem Dorntrecher, nach den Fleischfetzern und den Popsüchtigen kommt jetzt der Chef dieser ganzen Bande. Und der sieht echt cool aus. Und zwar ist das Ravos der Nimmersatte. Und ja, den werden wir so ähnlich bemalen, wie er hier auch ist. Als Vorlage nehme ich hier meine Tobsüchtigen, weil da ist die Haut auch komplett blau. Gucken wir uns das Modell nochmal an. Den habe ich schon weiß grundiert und auf seine Base draufgestellt. Nachher muss sie natürlich noch aufs Armee-Tableau. Das machen wir erst am Ende. Und hier diese riesige Waffe, die war so ein bisschen nach vorne gebeugt. Ja, da habe ich einfach mit dem Föhn das Ganze ein bisschen warm gemacht. Dann halt in die richtige Position gebogen. Und dann kaltes Wasser drüber laufen lassen. Und jetzt bleibt es auch so gerade. Hier nochmal kurz von den Dimensionen. Rechts hier, das sind Tobsüchtige. Und links ist Ravos der Nimmersatte. Also eine ziemlich große Erscheinung auf dem Spielfeld. Sieht eher aus wie so ein Koloss. Also wie jetzt zum Beispiel der Dornentrecher oder auch der Runengolem. Oder der Ableger des Amhelin. Und überschattet die ganzen anderen Helden aus den anderen Spielerweiterungen um einiges. Ja, und folgende Farben werden wir bei Rufus dem Nimmersatten verwenden. Das sind 10 Stück. Und zwar eigentlich die Farben, die wir bei den anderen Ülein, Utuk, Figuren, Miniaturen schon kennen. Nämlich Wolf Grey für die Haut, Dragon Red für den Umhang, Chaotic Red für die Hose. Neu ist dabei jetzt Leather Brown und Oak Brown. Weil der hat nämlich noch Umhängetaschen und sowas, was die anderen jetzt nicht hatten. Dann Skeleton Bone kennen wir wieder von den anderen. Plate Mail ist neu dabei. Dann Flash Wash für das Ganze zum Waschen. Und Strong Tone und Desert Yellow für das Base. Das war's schon. Und mit diesen Farben, relativ einfache Farbrange, werden wir den Rufus, den Nimmersatten, bemalen. Als erstes nehmen wir die Hautfarbe, nämlich Wolf Grey, mit etwas, was er vermischt. Und malen jetzt die kompletten Hautpartien damit an. Ich habe jetzt für die großen Flächen einen großen Pinsel genommen. Für die kleineren Flächen gibt es einen kleineren. Um die Stacheln hier kann man drumherum malen. Die sollten weiß bleiben, weil die werden wir natürlich in einer anderen Farbe bemalen. Auch das Gesicht und hier die Brust wird komplett in Blau bemalt. Und auch hier würde ich so Details wie Totenköpfe oder die Knochen einfach weiß lassen. Und auch hier den Umhang, den lassen wir auch weiß. Dadurch, dass wir schön flüssig arbeiten, kommt das Weiß ein bisschen durch. Und dadurch hat man direkt schon Akzentuierung vom Gesicht. Man muss nur ein bisschen vorsichtig arbeiten, damit die flüssige Farbe nirgendwo anders hinläuft. Und hier hinten kann man ganz gut erkennen, da sind ja diese Risse in der Haut drin und da ist ein bisschen mehr Farbe und da fehlt noch ein bisschen. Ja, das gibt einen schönen Effekt, wenn man so ein bisschen wässrig malt. Wenn alles gut getrocknet ist, nehmen wir Dragon Red, wie auch bei den Tobsüchtigen, mit etwas Wasser verdünnt und dann malen wir jetzt hier den Umhang. Ansonsten gibt es nicht viel zu beachten. Nur jetzt nicht über die Haut kommen und am besten auch nicht über die Knochen. Wenn alles gut getrocknet ist, dann nehmen wir Chaotic Red mit etwas Wasser verdünnt und malen hier unten noch den Lendenschutz an. Hätte man natürlich auch in Dragon Red anmalen können, aber so haben wir wenigstens noch ein bisschen Farbvarianz drin. Und das sind auch die Farben, die wir bei den anderen genau verwendet haben.
Wenn alles gut getrocknet ist, dann nehmen wir Leather Brown, wie immer mit etwas Wasser vermischt. Und damit bemalen wir jetzt das Leder und die Stricke. Nur aufpassen, dass man sauber arbeitet und nicht auf die anderen Flächen draufkommt. Als nächstes nehmen wir Oak Brown und damit bemalen wir hier das Holz von dem Stab. Ja, da muss man nur drauf achten. Hier die Bänder, die sind nachher rot. Hier die Knochen sind natürlich Knochenfarben. Von daher wirklich nur den Stab bemalen. Wenn alles soweit getrocknet ist, nehmen wir Skeleton Bone für alle Stacheln und natürlich hier auch die Knochen. Mit etwas Wasser vermischt und dann einfach locker anmalen. Gucken, dass es nicht zu flüssig ist. Das ist immer das Schwierigste, die richtige Konsistenz dann zu finden. Dann haben wir hier noch die Totenköpfe, die Knochen. Und die ganzen Knochenteile hier am Stab. Mit dem Dragon Red habe ich hier noch die Tücher nachgemalt und da habe ich kein Wasser als Verdünnung genommen, weil da besteht natürlich die Gefahr, dass das relativ schnell nach unten läuft. Wenn alles gut getrocknet ist, dann nehmen wir Plate Mail mit etwas Wasser verdünnt und bemalen jetzt hier diese riesige Klinge. Wenn man merkt, dass das fleckig wird, dann muss man noch ein bisschen mehr Wasser nehmen. Weil gerade bei so riesigen Flächen ist das eigentlich sehr gut. Da kann man nicht viel falsch machen. Mit ein bisschen mehr Wasser. Dann gibt es eine schöne glatte Oberfläche. Dann bemalen wir hier noch die Eisenringe. Hier einmal auf der Vorderseite. Und auch auf der Rückseite von dem Modell. Wenn alles super gut getrocknet ist, nehmen wir Flash Wash und waschen jetzt das komplette Modell damit. Da das Modell sehr groß ist, sollte man sich immer einige Stellen raussuchen und die erstmal fertig machen und dann an die nächste gehen. So, dass man auch wirklich nichts vergisst. Ja, der Wash läuft schön jetzt hier in die ganzen Ritzen rein. Da sieht man jetzt, dass die Haut da von dem ganz schön spröde ist. Ja, und das dauert jetzt ein bisschen. Wenn alles gewascht ist, dann muss man den guten Rufus gut trocknen lassen. Auf jeden Fall sieht er jetzt schon mal viel besser aus noch als vorher. So sieht der kleine Rufus, der Nimmer sah doch schon echt ganz cool aus. Wer jetzt Lust hat, kann natürlich noch verschiedene Akzente setzen oder zum Teil trockenbürsten. Ich werde das jetzt nur kurz machen hier an der riesigen Waffe, weil die wirklich riesig ist. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Grundfarbe, Plate Mail, und gehe jetzt einfach nochmal so an den Kanten trockenbürstmäßig drüber. Muss man nicht machen, ist wirklich nur optional, um die Waffe noch ein bisschen aufzuwerten, weil die echt riesig ist und
auch ziemlich im Fokus dann steht. Bei kleineren Details, wie jetzt hier diesen Eisenringen, da kann man nicht trocken bürsten. Das ist einfach zu nah an dem anderen Zeug dran. Da gehen wir jetzt einfach nochmal, da gibt es keine richtige Kante, weil es rund ist, aber an der Oberseite einfach nochmal mit der Originalfarbe drüber. Und dann hat man dann zur Seite hin ein bisschen abgetönt und nach oben ein bisschen glänzend. Und dieses gleiche Prinzip kann man mit allen Farben machen. Hier habe ich es zum Beispiel mit Skeleton Bone gemacht. Da habe ich einfach nochmal mit der Grundfarbe einfach über die Kanten nochmal ein bisschen drüber gestrichen. Hier bei diesem Totenkopf auch über die Augenhöhlen, also außen. Und hier bei den Knochen auch. Und so kann man es natürlich überall machen, auch hier mit den Auswüchsen. Hier habe ich es gemacht bei diesem Stierkopf oder was auch immer das ist. Man kann es auch bei den einzelnen Tüchern machen. Aber da ist man bei so einem Modell echt doch sehr, sehr beschäftigt am Ende mit diesem Zeug, mit dem Akzentuieren. Man könnte auch hier die Brust noch ein bisschen akzentuieren. Hier diese Fleischringe. Das sieht natürlich viel, viel geiler aus, aber ist natürlich auch viel, viel mehr Arbeit. Das muss jeder selbst entscheiden, wie er es macht. Man kann, guter Tipp, das auch erstmal so anmalen, dann mattlacken. Und wenn man später nochmal Lust und Zeit hat, kann man natürlich immer noch mal ein paar kleinere Akzentuierungen vornehmen. Wenn man dann zufrieden ist mit seinem Rufus, dann kann man den als fertig erachten, macht man nur noch das Base. Ich habe das Base von dem Rufus direkt in das Kommando-Tray reingeklebt, weil den werden wir eh nicht rausnehmen müssen, wie bei einzelnen Einheiten, also bei Truppeneinheiten, die kleiner sind. Da nimmt man die Verluste dann einfach aus dem Tray dann raus. Darum klebt man die dann auch nicht an. Aber das ist eine Einzelfigur, der nicht in der Gruppe rumläuft. Also von daher habe ich den jetzt einfach da reingeklebt. Ich finde, es sieht einfach besser aus. Ja, und weil das relativ groß ist, das Base, habe ich noch ein paar Steine draufgeklebt, hier noch ein paar Gräser drauf gemacht und das Ganze ganz normal in dem Standardfarben bemalt, wie ich alle anderen Rune Wars Figuren auch bemalt habe. Dann sieht das einheitlich aus, weil die sich ja auch auf dem Schlachtfeld dann treffen. Das heißt also Sand draufgeklebt, Steine, das Ganze in Desert Yellow grundiert sozusagen. Dann Strongton gewascht, Desert Yellow dann nochmal trocken gebürstet und dann nochmal Desert Yellow mit ein bisschen Weißanteil nochmal drüber gebürstet, aber ein bisschen weniger. Und dann ist es fertig. Jo, das war's auch schon wieder bei dem sehr einfachen Maltutorial. Ihr habt gesehen, wenn man das alles nacheinander macht, dann ist es überhaupt kein Hexenwerk. Man kann natürlich danach noch mehr aus der Figur rausholen, wenn man sich noch ein bisschen mehr Arbeit macht. Muss man aber nicht unbedingt, das ist eine Spielfigur. Also von daher, ich finde, so sieht die von Weitem auf dem Spielfeld sehr attraktiv aus. Und hier nochmal Rufus, der Nimmersatte und einer seiner treuen Tobsüchtigen. Fertige Modelle und ja, sieht ähnlich aus. Also man sieht, dass die zwei zusammengehören. Die haben eine ähnliche Farbpalette, das heißt die gleiche Haut. Die Armbänder sind gleich mit der Hose hier von Rufus. Die Knochen, Waffen von dem Tobsüchtigen, die wachsen dem Rufus aus dem Körper raus. Und ja, das Dragon Red, der Umhang, und hier ist es die Hose. Also von daher, da sieht man, dass man mit einer einfachen Farbpalette kann man eine sehr schöne Zugehörigkeit der Miniatur dann einfach auch darstellen. Nach dem Mattlacken habe ich hier nochmal Blood for the Blood God oder von Army Painter gibt es das auch, Bluteffekt draufgetupft und das bleibt jetzt glänzend. Und hier habe ich noch ein bisschen Typhus Corrosion drauf und dann nochmal mit Rüsserus trocken gebürstet, weil die Waffe war mir insgesamt zu sauber. Kann natürlich jeder machen, wie er will. Man könnte sie auch in zum Beispiel grünen Glanz oder roten Glanz einfach erstrahlen lassen, indem er da einen Wash drüber haut, einen Red Wash oder sowas. Ich fand jetzt ein bisschen dreckig einfach ganz cool. Und hier nochmal die komplette Utopüline Grundbox in ihrer kompletten bemalten Pracht. Ich würde mich über euer Feedback freuen, über einen Daumen hoch und würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Chef Oberboss. Macht's gut. Tschüss.